Ja, hallo und herzlich willkommen. Diese Woche gibt es wirklich richtig viele Videos. Im Gegensatz zu der Normalsituation nur einmal die Woche. Aber da es ja viele Updates gab und Neuerungen, muss ich da halt natürlich nachziehen. So gibt es auch von DxO Pure Raw die Version 4. Und die möchte ich mir mal genauer mit euch zusammen anschauen und mal Vergleiche ziehen zu Raw 3 und natürlich Photo AI. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf den Desktop und ich zeige euch mal das Bild, was ich hier vorbereitet habe. Ich öffne das mal eben schon mal. So, und dann gehen wir mal auf den Desktop. Ja, wir haben hier eine Ente, wie ihr seht. Das ist ein Bild, schon etwas älter, weil ich habe jetzt im Moment leider keine Bilder mehr mit so hohen ISO-Werten. Das ist mit 12.800 ISO, glaube ich. Ja, müsste es. Kann mal eben schauen, ob es hier drin steht. Informationen. Macht er das dann dahinter natürlich auf. Super Sache. Das schreibt er hier gar nicht bei. Das war hier gar nicht ersehen. Aber ich meine, das war 12.800 ISO. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in Pure RAW 3 rein und werden das als allererstes damit mal bearbeiten. Ich ziehe das mal hier ein bisschen rüber, damit ihr das auch seht. So, und ich werde jetzt einfach das Bild nehmen und hier reinfallen lassen. Ach, da seht ihr das Bild. Hier haben wir ja sonst nicht wirklich große Möglichkeiten. Ich klicke das an, mache jetzt hier die Minimierung und chromatische Aberration und Objektivkorrektur aus. Ich werde jetzt aber das Objektiv schärfen. Auf weich anlassen, um da halt einen besseren Vergleich ziehen zu können. So, ansonsten ändern wir da nichts und wir lassen den mal eben bearbeiten. Da könnt ihr das direkt auch von der Zeit her sehen, wie ungefähr die Unterschiede sind. Oh, der steckt direkt nach Lightroom. Also ist nicht so tragisch, können wir ruhig machen. Dann ja, kann er dahin importieren. Ist okay. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. So sieht das Ergebnis aus. Das ist mit der, ist sogar nur 10.000 ISO, mit der R7 fotografiert und dem 100 bis 500, wenn ich mich nicht irre. Ja. Steht ja auch hier oben. So sieht das Ergebnis aus mit Pure RAW 3. Ja, also ein leichtes Rauschen haben wir hier immer noch. Ja, aber das hält sich in Grenzen. Objektivschärfe, naja, ist jetzt nicht so der Hammer. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden mal Pure RAW 3 und starten mal Pure RAW 4. Das ist jetzt noch die Demo-Version, also bin da noch unschlüssig, ob ich mir das zulegen soll oder nicht. So, Demo starten.
So, hier machen wir das genauso. Lassen das Bild hier einfach reinfallen. Er erkennt jetzt da neue Kamera. Und jetzt gibt es halt hier die Neuerung, dass wir uns das hier im Vorschaufenster anzeigen lassen können. Dann halt mit Vergleich. Und halt jetzt hier die neue Funktion mit dem XD2. Das ist halt das Neue. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auch selber einzustellen, inwieweit wir das Rauschen eliminieren wollen und so weiter und so fort. Wir werden hier auch die Vignettierung und das alles ausmachen und Objektivschärfe nur auf weich einstellen. Ich werde das hier jetzt mal ein bisschen vergrößern, damit ihr das auch besser sehen könnt. Wir müssen jetzt hier allerdings ein Update durchführen, damit er das nochmal analysieren kann. Ja, und dann können wir uns hier halt jetzt das Vorher- und Nachher-Bild anschauen. Ja, also hier ist das Rauschen schon richtig gut eliminiert worden. Da würde ich sogar sagen, das kann man so lassen. Ja, wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, noch mehr das Rauschen zu entfernen, ja, und halt die Details zurückzuholen. Ich würde sagen, wir werden das jetzt hier mal so übernehmen. Und dann schauen wir mal, wie lange der jetzt braucht. So, exportieren in. Machen wir dann hier auch Lightroom. Auch importieren. Und schauen uns jetzt hier nochmal das Ergebnis an. Ja, wir werden das gleich dann nochmal vergleichen. Aber das sieht auf jeden Fall etwas besser aus, wie ich finde. So, jetzt werden wir das hier auch beenden. Warum beendet er das nicht hier? Und dann werden wir das Ganze in Photo AI nochmal reinwerfen. Er wird jetzt erstmal die Standard-Autopilot-Analysierung durchführen. Die habe ich noch nicht gesehen, ob man die auch deaktivieren kann. Muss ich da auch nochmal genauer schauen. Aber das werden wir hier alles so lassen. Wir werden jetzt hier mal den Bildbereich hier nehmen und werden jetzt hier das Rauschen auf dem Hintergrund beziehen. Wenn er dann mal kommt. So, Background. Dann werden wir das aber auf Normal stellen und schauen mal. Das sieht schon ziemlich gut aus. Können wir so lassen. Dann werden wir nochmal das Rauschen reduzieren. Nur diesmal auf die Ente. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Auch hier werden wir das auf Normal stellen und hier werden wir aber wesentlich weiter runtergehen. Also mal auf 13 schauen. Mal ein bisschen höher. So gefällt mir das. So, geschärft haben wir es jetzt noch nicht. Das werden wir jetzt noch im Nachgang machen. Aber auch hier werden wir natürlich das in Grenzen halten, werden hier auch die Stärke mal ein bisschen runterregeln.
Ja, ich würde sogar sagen, noch ein Ticken mehr. So gefällt mir das. Und dann speichern wir das auch ab. So, Originalfolder können wir machen. Ist okay. Speichern wir so ab. Hat das jetzt gespeichert? Ja. Okay. Dann können wir das auch beenden und werden das Bild hier jetzt auch noch mal importieren. So, da ist das Topaz. Die Originaldatei brauchen wir nicht, das lassen wir jetzt auch weg. Und dann gehen wir auf Importieren. So, gehen wir auf alle Bilder. Da haben wir die drei. Werden wir jetzt mal in eine Sammlung verschieben. Erstmal hier Sammlung erstellen. Die Noise. So, da haben wir sie alle drei drin. Das ist hier Topaz und das ist DXPlorer 4 und das ist DXPlorer 3. Also, wir vergleichen erstmal. Machen wir erstmal hier die Markierung weg. So, 3 und 4. Das ist PureRAW 3 und das ist PureRAW 4. Wir zoomen mal hier ran. Und schauen uns das mal genauer an. Also Schärfe ist vom PureRAW 4 etwas besser, würde ich sagen. Auch die Rauschreduzierung sieht etwas besser aus. Der Fokus ist jetzt nicht so hundertprozentig drauf, wie es hätte sein sollen. Ja, deswegen würde ich sagen, ziehen wir jetzt hier mal, machen jetzt hier das mal weg und vergleichen das jetzt mal. Ja, ich habe das echt immer noch drauf. So, nochmal vergleichen. So, links ist jetzt Topaz und rechts ist PureRAW 4. Wir haben hier natürlich auf der Ente selber etwas weniger das entrauscht als im Hintergrund. Und wie man sieht, der Hintergrund ist etwas cleaner hier bei Topaz. Allerdings sieht man hier auch ein bisschen Farbverschiebung, so Kleckse, würde ich sagen. Hier sieht es nicht ganz so schön aus. Das sieht dann hier etwas besser aus. Ja, allerdings haben wir hier bei Topaz eine Farbverschiebung. Dadurch, dass wir das Schärfen hier angewandt haben, ist das hier noch mal ein bisschen detailreicher. Allerdings, uns das mal genauer anschauen. Würde ich fast sagen, die Nase, das sieht ein bisschen besser aus hier bei PureRAW. Die Details sind hier ein bisschen besser, glaube ich. Ist halt schwierig zu sagen. Halt der Hintergrund. Der sieht bei PureRAW besser aus, finde ich.
Ja, das sieht etwas besser aus. Bisschen glatter hier. Alles. Und dafür haben wir hier aber auch ein bisschen mehr Details. Ja, da ist das wesentlich weich gebügelter. Weil wir halt hier bei Topaz das separat anwenden konnten. Gleichen das jetzt hier nochmal mit DX Bureau 3. Also hier ist links ist Bureau 3 und rechts ist Photo AI. Ups. Also wir haben auf jeden Fall eine Farbverschiebung. Bei Topaz. Das Grün ist wesentlich dunkler, gesättigter, würde ich sagen. Und wir schauen hier unten jetzt nochmal rein. Das sieht bei Pure Raw 3 besser aus als bei Pure Raw 4. Der Hintergrund hier. Ansonsten, detailmäßig, auch hier hinten mal an einem Schwanz. Bisschen mehr Details haben wir hier bei Topaz. Hier ist es auch mehr oder weniger glatt gebügelt. Ja, es ist jetzt halt schwierig zu sagen, was ist besser. Gehen wir nach oben. Ich werde alle drei Bilder euch mal in die Dropbox legen. Könnt ihr die drei Bilder selber mal runterladen und euch das anschauen in voller Auflösung und selber ein Fazit ziehen, was für euch das bessere Ergebnis ist. Also für mich ist das recht schwierig zu sagen. Vorteil jetzt halt von Pure Raw 4 ist jetzt, dass wir da selber die Dosis, sage ich mal, einstellen können. Inwieweit wir das Rauschen minimieren wollen und die Details retten. Das ging halt bei Pure Raw 3 nicht. Da mussten wir uns halt drauf verlassen, was Pure Raw 3 draus macht. Ich war eigentlich relativ zufrieden mit Pure Raw 3. Dadurch, dass jetzt Photo AI die neue Funktion reingebracht hat, dass das Layer-basierend ist, was ich ja schon im letzten Video angesprochen hatte, ist für mich persönlich Photo AI doch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Ich habe ja immer in Kombination gearbeitet. Also sprich, als allererstes Pure Raw 3 benutzt, um halt das grobe Rauschen zu entfernen und halt das Bild vorher gar nicht bearbeitet zu haben, damit erstmal eine Grundbearbeitung stattfindet. Danach habe ich dann halt in Lightroom das Bild bearbeitet und danach den Feinschliff halt mit Topaz Photo AI gemacht. Jetzt halt die Frage. Wie gesagt, schaut euch die Bilder an in der Dropbox. Ich verlinke das im Video und in der Videobeschreibung und fällt selber eure Meinung. Ich möchte da jetzt auch nicht wirklich sagen, ob Pure Raw 3 besser ist oder 4 besser ist. Es sind Nuancen. Es ist da kein Riesenunterschied. Müsste man sich halt anschauen in verschiedenen Videos. Das sah ich schon in verschiedenen Bildern, wie das sich da auswirkt. Aber wenn man halt nur Pure Raw benutzt und da jetzt halt die Möglichkeit hat, das Luminanzrauschen selber festzulegen und die Details, würde ich zu Pure Raw 4 greifen. Auf jeden Fall.
Wenn man aber noch andere Möglichkeiten hat, wie Photo-AI und man Pure RAW 3 hat, muss man nicht unbedingt wechseln. So würde ich das festlegen. Ja, das soll es eigentlich soweit erstmal gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.